Hallo zusammen. Bevor ich jetzt mit den Kanalempfehlungen anfange, möchte ich erstmal einige begrüßen. Und zwar, oder grüßen einfach. Und zwar geht's los mit Alexander M. Servus. Ach und übrigens, bevor ich die anderen mache, ich drehe das Video heute zum zweiten auf ein neues, weil gestern hatte ich ja da ein Poster und das kam jetzt nicht so gut an. Ich habe gedacht, das passt schon. So arg stören wird das nicht. Naja, aber weiter mit den Grüßungen. Dann der Marius D. Servus. Oliver W. Servus. Dann möchte ich die, dann noch die Ausgelutschten, also der Matthias Heller, Simon Rode, Leo Walter, da möchte ich mich noch entschuldigen, dass ich dich versehentlich als Mädchen gemacht habe. Naja, hoffe, du kannst mir verzeihen. Naja, ja, der Kilian Loll, wenn ich den noch nicht grüßt habe. Und der Thomas Meyer. Ja, Thomas Meyer. Gut, und gleich nach dem Intro geht's los mit den Kanalempfehlungen. Ist ja heute ein Grüßung und Empfehlungsvideo. So, dann geht's jetzt mal los mit den Kanalempfehlungen. Ich kann mir heute ein bisschen in Ruhe Zeit lassen mit dem Video drehen. Ich habe morgen und am Freitag frei von der Arbeit. Yeah! Ja, also dann fangen wir gleich mal an mit den Kanalempfehlungen. Ich habe es mir da aufgeschrieben, weil so viele Kanäle wie ich empfehlen darf halt, konnte ich meinem Kopf nicht merken, nachdem ich die letzten Nächte ein bisschen schlecht geschlafen habe. Naja. Aber okay, dann geht's los. Vanessa Probst. Schaut doch mal bei Gelegenheit bei der Vanessa Probst im Kanal vorbei. Ich finde, die macht gute Videos. Ich habe sie schon abonniert und vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Dann abonniert sie doch. Mich würde es freuen, weil so können wir kleinere Kanäle unterstützen. Und ich auch, weil ich habe mir gedacht, weil das gar so ein schwieriger Weg ist, also ein etwas schwieriger Weg ist, bis man über 200 Abonnente hat. Deshalb habe ich mir gedacht, ich schaue, dass ich die kleineren Kanäle empfehle. Und das fanden ja einige auch gut. Also schaut's doch mal bei Gelegenheit bei der Vanessa Probst vorbei. Ich finde, die macht gute Videos. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere sie auch abonniert. Weil dann kriegt sie noch ein paar Abonnente dazu. Dann die Stella Rembo. Hoffentlich habe ich es heute richtig ausgedrückt. Stella Rambo oder Rembo. Wenn es nicht stimmt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare, wie es richtig ausgedrückt gehört. Ich denke mal Stella Rambo. Aber korrigiert es mir einfach später dann nur in die Kommentare. Ich sage jetzt einfach mal Stella Rambo. Schaut's doch mal bei der Stella Rambo vorbei. Die macht genauso gute Videos wie Vanessa Probst. Und auch sie, und auch da würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere sie eventuell sogar abonniert. Dann hat mich gestern Abend noch ein neuer angesprochen. Der Mr. Mayo. Ich habe mir seine Videos angeschaut und ich muss sagen, ich finde sie gut. Und schaut einfach mal beim Mr. Mayo vorbei. Dann, heute hat sich nochmal ein neuer gemeldet, der
Silentus. Ja. Dann schaut's auch mal bei Silentus vorbei. Eigentlich machen alle, die wo ich jetzt empfehle, gute Videos, drum sage ich das nicht immer dazu. Jetzt lese ich einfach mal runter, wen ich alles empfehle. Der Hirago Saito. Hoffentlich habe ich dich richtig ausgedrückt. Und wie gesagt, ihr könnt bei Gelegenheit bei alle mal vorbeischauen. Und wenn es euch gefällt, dann sogar abonnieren. Und lasst auf jeden Fall, ihr könnt auf jeden Fall auch bei alle die Daumen oben lassen. Weil nach unten, das ist, naja, brauche ja nichts dazu sagen. Hirago Saito. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgedrückt. Wie gesagt, wenn es nicht stimmt, dann korrigiere mich bitte. Vielen Dank schon mal im Voraus. Dann noch ein neuer, der mich angeschrieben hat. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen müde, wie gesagt, ich habe schlecht geschlafen. Aber das Video möchte ich jetzt unbedingt noch machen für euch. Ja, dann das nächste, das wäre auch ein neuer. Er hat 191 Abos. Dank mir, ich bin sein 191. Abonnent. Also schaut mal bei ihm vorbei, weil er hat gesagt, er möchte auch mal ein 200 Abo Special machen und vielleicht wird's ja was. Also gebt ihm doch eine Chance, vielleicht macht er ja dann auch ein gutes 200 Abo Special. Weiß man ja nicht. Schaut doch mal vorbei einfach, würde ich sagen. Und vielleicht gefällt's euch und dann könnt ihr ihn abonnieren. Ich bin noch mal gespannt, wie sein 200 Abo Special wird. Meins kommt ja am Montag, weil ich habe morgen frei von der Arbeit und am Freitag. Also ich habe ein langes Wochenende. Ja. Dann der Thomas Meyer von den Ausgelutschten. Schaut's mal vorbei beim Thomas Meyer. Dann der Matthias Heller. Und der Simon Rode. Die drei sind eigentlich von die Ausgelutschten. Ich habe es jetzt bloß einzeln erwähnt, weil ich es mal einzeln aufgeschrieben habe. Aber egal. Schaut es einfach mal bei denen alle, wo ich jetzt so empfohlen habe, vorbei. Und vielleicht gefällt es euch ja, dann könnt ihr sie abonnieren. Würde mich freuen, weil so können wir die kleineren Kanäle unterstützen. Und vielleicht kriege ich ja noch mehr dazu. Die wollen, dass ich sie empfehle. Dann werde ich das auch machen. Und wie gesagt, ich habe das Video heute zum zweiten Mal gedreht, weil gestern hatte ich ein Poster mit einer Frau. Das werdet ihr ja alle gesehen haben und das kam nicht so gut an. Ich habe gedacht, das passt schon und muss nicht auf den Schreibtisch steigen. Aber heute habe ich extra eine Leiter reingeschleppt, bin auf den Schreibtisch auf und habe extra das Poster weg. Und blöderweise war das mit Tesa. Dann musste ich mit dem Messer her, hab das Taser durchgeschnitten. Mann, oh Mann. Und ich hab gedacht, das ist mit Reißnägel. Eigentlich hätte ich das Video schon viel früher drehen wollen, aber ging ja nicht anders. Und hier ist das bessere Licht, wenn ich hier so dran stehe. Und weil das Poster eben dran war, haben sich viele ein bisschen beschwert. Oder, ja, beschwert einfach. Ja, und wie gesagt, schaut's mal bei denen vorbei. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Und mich in Facebook, Twitter und Instagram verfolgen. An dieser Stelle einen Gruß an die Ausgelutschten. Ich werde die Ausgelutschten nochmal in der Beschreibung erwähnen. Weil der Thomas Meyer war ein bisschen beleidigt. Und das möchte ich verhindern, dass das nicht noch ein zweites Mal vorkommt. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja. Und wie gesagt, Stella Brust und Hirako Saito, wenn ich dir zwei Sachen nicht richtig ausgedrückt habe, dann korrigiert's mich einfach in die Kommentare. Ist dann noch ganz in Ordnung. Also, wie gesagt,
Ich bin immer für den Frieden bei allem, ob es beim Korrigieren ist, ich fange keinen Streit an und so. Ich bin immer für friedliche Lösungen und für friedliche Einigungen. Ich habe am allerliebsten Frieden, weil wenn man Unruhe hat, das geht nur auf Nerven dann, finde ich jetzt. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch allen jetzt einen schönen restlichen Mittwochabend. Und mir selber wünsche ich zwei schöne Urlaubstage. Naja, auf jeden Fall euch wünsche ich einen schönen Mittwochabend und habe die Ehre, wir sehen uns.